1. Für das Beefsteak die Möhren putzen und schälen. Möhren längs halbieren und in 3 cm lange Stücke schneiden. Zwiebeln in 5 mm dicke Ringe hobeln oder schneiden. Fleisch in 4 cm große Würfel schneiden. 2. Mehl, Piment und je edel, frisch gemahlenen Pfeffer und Salz mischen. Fleisch in der Mehlmischung wenden, überschüssiges Mehl abschütteln. Die Hälfte der Fleischwürfel in einen Schmortopf, Klammer auf 41 Inhalt, Klammer zu, geben. Möhren, Graupen und Lorbeer, darauf verteilen. Erst die restlichen Fleischwürfel, dann die Zwiebeln in den Bräter geben und mit Salz würzen. 3. Kartoffeln schälen und längs halbieren. Kartoffeln mit der Schnittfläche nach oben auf die Zwiebeln legen. 1,21 kochend heißes Wasser gleichmäßig über die Kartoffeln gießen und bei starker Hitze zugedeckt aufkochen. Kartoffeln mit Salz würzen und das Steak 5 Minuten zugedeckt kochen lassen. 4. Steak im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad, Klammer auf, Gas 2 bis 3, Umluft nicht empfehlenswert, Klammer zu, auf der 2. Schiene von unten erste Stunde schmoren. 5. Für die Klöße Petersilienblättchen abzupfen und fein schneiden. Mit Mehl, Backpulver, Salz und Pfeffer mischen. Rindertalg fein hacken und zur Mehlmischung geben. 120 ml sehr kaltes Wasser zugeben und mit den Händen zu einem glatten Teig verkneten. Mit bemehlten Händen 12 Klöße formen. 6. Steak aus dem Backofen nehmen. Hitze auf 200 Grad, Klammer auf, Gas 3, Umluft nicht empfehlenswert, Klammer zu, erhöhen. Steak vorsichtig mischen. Klöße auf das Steak setzen und offen weitere 45 Minuten garen, Klammer auf. Dabei werden die Klöße an der Oberseite knusprig, Klammer zu. 7. Petersilien und Minzblättchen abzupfen und fein schneiden. Beefsteak damit bestreuen.